Hallo liebe Freunde von CryptoTV. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit mir mal auf die Reise begeben im Gedankengang über Rassismus. Ja. Rassismus ist bei mir schon immer ein sehr, sehr großes Thema gewesen, schon sehr früh. Ich habe einige jugoslawische und Freunde von anderen Ländern gehabt, in meiner schon in der Volksschule, Hauptschule und so, wo es oft sehr schwer war, mir bei meinen anderen inländischen Freunden, dass da nicht oft ein bisschen ein kleiner, ich will nicht sagen Streit rauskommt, aber so schon blöde Beleidigungen im rassistischen Bereich ja, gelaufen sind. Und das hat mich schon immer sehr gestört, weil das doch sehr gute Freunde von mir waren. Ich war aus, vor allem ganz viele aus Jugoslawien. Und eines Tages dann ist mein allerbester Freund ermordet worden wegen Rassismus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird sicher eines meiner größten Lebens zur Berufung werden, mich da einzusetzen, um gegen den Rassismus zu kämpfen. So, das Wort jetzt gegen den Rassismus zu kämpfen, das war so eben dann, wie ich, ja, wie alt, 19, 20 Jahre alt war, ja, nach der Ermordung meines besten Freundes. Und da war viel Wut in mir, extreme Wut in mir, ja. Und dann der Schlachtruf, Kampf gegen den Rassismus, was in mir sich aufgebrodelt hat, war für mich damals die richtige Weise. Jedoch im Laufe der Jahre, ich bin jetzt mittlerweile 46, also von 1920 weg bis jetzt 46, hat sich auf diese Reise dorthin sehr viel in mir ist sehr viel gewachsen. Viele Sachen habe ich abgeschüttelt, Neues aufgenommen. Und mittlerweile finde ich sehr löblich, wenn man sich nur immer weiterhin gegen den Rassismus einsetzt. Aber mir ist es mittlerweile zu wenig. Das reicht einfach nicht, sich nur gegen den Rassismus einsetzen zu wollen. Das ist wirklich nur wirklich so, als wenn man einen Tropfen auf den heißen Stein macht, weil es geht im Grunde um die Menschenrechte an sich. Die Menschenrechte an sich beinhalten so viele verschiedene Themen, als wie nur, wenn man an Rassismus denkt, sich gegen den Rassismus einzusetzen, ja? An was denkt man da? An die Hautfarbe, an Hass, an Religionen oder an Kulturverlust, ja? Und ja, an die pro forma genannten Nazis. Aber es gibt noch viel, viel mehr Sachen, was Menschen in Ethnien, religiösen Bereichen oder alleine nur um den eigenen Gedankengut geht, verfolgt werden zu können. Ja? Und hat das nicht nur mit der Hautfarbe zu tun. Und darum ist mir Kampf gegen den Rassismus da wirklich zu wenig geworden, habe ich dann den gewidmet, mich für die Menschenrechte einzusetzen. Es gibt ja schon einige Deklarationen zu den Menschenrechten. Jedoch dazu möchte ich mich dann erst später mit euch widmen. Zuvor möchte ich mal auf einen Spaziergang mitnehmen in Salzburg. Da hat wieder, wie schon öfters in Salzburg, eine Black Lives Matters Demonstration stattgefunden. Hier könnt ihr sehen, da war ich am Resistenz. Residenzplatz in Salzburg, daneben rechts hinter ihnen seht ihr den Dom, die Seitenwand von Dom und davor den Residenzbrunnen. Gleich mal vielleicht vorab möchte ich gleich erwähnen, die Tonqualität ist leider sehr schlecht bei dieser Demo, die ich aufgenommen habe. Bin zu weit weggestanden, das ist mir dann zu Hause erst dann aufgefallen, dass der Residenzbrunnen durch das die Wasserfontäne ziemlich gerauscht hat. Und auch, weil man wirklich in allen vier Seiten mit Betonbauten umgeben waren, ist auch sehr großer Echohall entstanden. Ich werde euch einfach mal ganz kurzen Teil, was am besten verständlich war, rausholen. Und ja, dann noch sehen wir uns gleich wieder.
komme aus Kuba. Und ich bin eigentlich immer ziemlich naiv gewesen. Ich habe nie mitbekommen, dass so ein unterschwelliger Rassismuskommentar gekommen ist bei mir. Aber jetzt, wo ich älter werde, dann merke ich das sehr. Zum Beispiel in Kuba, da habe ich sehr viel verändert. Und die meisten meiner Verwandten sind ziemlich schwarz. Also meine Oma ist weiß. Aber meine Schwester ist ein bisschen süßer und einmal, da haben wir einen Plan gemacht, damit sie nicht mehr Geld haben. Sie wollten eine Truhe kaufen, die sie dann mit dem Rad fahren und da drinnen Gemüse verkaufen. Und dann waren sie alle so gefreut und haben gesagt, machen wir, damit wir ein bisschen Geld. Und alle waren so laut und dann sagten sie, ja, wir machen jetzt für die Weißen. Wir sind jetzt für die Weißen. Wir machen jetzt alles für die Weißen, nicht ein Spaß. Und so. Diejenigen, die immer mit anderen Menschen zu tun haben werden, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig akzeptieren und respektieren. Denn mit wie erwähnt, die Qualität von Ton war nicht so das Beste eben. Aber man hat schon ungefähr mitbekommen, dass zum Beispiel zum einen ja das Thema bei der ersten Sprecherin auch da das Thema Hautfarbe eben eines der größten Probleme ist, ja, dass da Unterschiede gezogen werden. Und bei der zweiten Sprecherin zum Beispiel auch das Thema Hass natürlich auch immer eines der größten Grundprobleme ist, wie sie das so wirklich gut erklärt. Da hat man es dann doch ein bisschen besser auch verstanden, wie sie eben erklärt, dass mit dem Hass wir nie in die Freiheit kommen können, ja. Weil egal auf welcher Seite, die bei den Rassisten oder den Leidtragenden, wenn da der Hass aufkeimt, ist nie zufrieden kommen kann, weil immer noch Hass gegen Hass erzeugt. Das hat sie so wirklich sehr schön beschrieben, da auf der Black Lives Matter Demo. Und da sieht man schon, dass es euch eben sehr wichtig ist, ja, dass man schon, wenn gerade gezeigt wird, dass Ungerechtigkeit wegen Rassismus herrscht, man dafür einsteht und sein Gesicht zeigt und seine Stimme zeigt, ja. Weil jeder bei uns in der Menschheitsfamilie, ich sehe uns alle auf dem ganzen Planeten als eine Menschheitsfamilie und da müssen wir alle auf uns achten. In Salzburg gibt es viele Demos, Versammlungen, Kundgebungen. Wie ihr jetzt gerade gesehen, bei der Black Lives Matter Demos gibt es auch die andere Seite der Demonstrationen leider. Ja. Das beste Beispiel als das Gegenstück, was in Salzburg leider auch läuft, ja, ist das, was von den Identitären, der Martin Sellner, der hat da auch Mozartplatz Veranstaltung gemacht gehabt. Da habe ich mich dann wirklich nur ganz kurz dann aufgehalten, weil ich mich wirklich sehr unwohl gefühlt habe. Man sieht es ja da schon, mal so ein kleines Foto, da war die Antifa natürlich auch da. Wenn die Identitären da sind, ist die Antifa natürlich nicht weit. Sie waren sehr ruhig und friedlich, die von der Antifa. Man sieht dort die zwei Teilnehmerinnen von der Antifa mit dem Band stehen, wo drauf steht rassistische Kackscheiße, und im Hintergrund sieht sie das Zelt von den Identitären. Es war ganz ein kleines Zelt, die Veranstaltung war nicht groß, ich glaube, grob geschätzt maximal 40, 50 Demonstrationsteilnehmer waren da, und von dem Team der Identitären in dem Zelt da hinter den Polizisten, wo ihr das sehen könnt, waren vielleicht 4, 5, die was die ja,
Demo-Teilnehmer angesprochen haben, wie auch mich und meinen Freund, die was das mehr von außerhalb natürlich betrachtet haben. Ich spiele jetzt einfach mal kurz von Martin Sellner dieser Demo ab, was so der Hauptslogan ist. Die komplette Rede ist echt nicht wert, von ihm veröffentlicht zu werden, weil es wirklich da menschenunwürdige Kurzsichtigkeiten geht bei Martin Sellner. Aber hören wir uns mal an, wie eigentlich so der Slogan von dieser Demo ist, die ich damals an den Tag aufgenommen habe. Aber um auch hier nicht sprachlos vom Platz zu gehen, stimmen wir einmal unsere Parole an. Wir gehören die Herrschaften vorher. Konfrontation, Volk, alles Scheiße. Unsere Bewegung hat ein anderes Ziel und eine andere Parole. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti-Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti-Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti-Endstation. Multikulti-Endstation, ja, und Heimattradition. Also, man sieht schon wirklich, wie fehlgeleitet die Angst von den Identitären ist, auf einer Religion vor allem, ja, weil sie in den Tag viel über den Islamismus gesprochen haben. Wir dürfen nicht islamisiert werden in Österreich, ja. Also, ich sehe sowas überhaupt nirgendwo in ganz Österreich, eine Islamisierung. Und das einzige Problem, was man vielleicht hat, ist, dass man vielleicht zu sehr, das hätte ich verwestlicht gesagt, nein, ganz und gar nicht. Die westlichen Werte sind wirklich ehrvoll, wenn man es in den Menschenrechte, die Proklamationen betrachtet, in diesem Kontext. Aber wir sind schon ein bisschen zu sehr amerikanisiert, würde ich eher sagen. Von Islamismus ist keine Spur. Ich habe einige Freunde im Kreis, die was den Islam als Religion haben, aber keiner hat mich jemals zu irgendwas belehren wollen oder sonst was. Die sehen das alles als einfach nur Religion, als Glaubensrichtung, als nebenbei als Lebenseigenschaft an, aber nicht, was zum Politisieren wäre. Ja. Und es haben mir auch einige dann angesprochen, wie ich schon erwähnt habe, von den Organisatoren da, weil ich so rumgestanden bin. Ich gehe gerne mit der Lederhosen fort, weil ich bin ein Survival-Typ bei den Pfadfindern und bin ein totaler Naturbursch. Und mir gefallen auch so Brauchtümer natürlich, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich bin ein 74er-Jahrgang, also ich habe da noch einiges schon erlebt. Aber ich würde das niemals irgendwie mit als Multikulti-Endstation, wie die das sagen, finde ich schrecklich, ja. Jeder soll es halt tragen dürfen, von egal woher er kommt, wenn er in Österreich leben will, weil er die Werte von uns schätzt, was wir in Österreich als menschenrechtswürdig halten. Und dann würde ich es sogar begrüßen, wenn ich auf die Straßen gehe und dann damit die Tracht von dem Land sehe und da und dort, aber nicht irgendwo in Slums verteilt. Also dann nur noch eine Straßenecke, Stadtbereich gibt, wo nur noch Chinatown ist oder die Italiener oder sonst was. Die Vermischung in dem Sinne macht es aus, dass man auch eine multikulturelle Bereicherung hat. Wow, gerade Corona-Zeitalter, wo wir eh schon nicht mehr in Ausland reisen dürfen, oder? Wenigstens vor der Tür einmal, wenn man zum Afrikaner geht, auch bei den Kellnern eine schöne afrikanische Tracht sieht, oder? Natürlich auch das auch im privaten Spaziergang draußen natürlich auch anziehen sollen dürfte. Deswegen drängt er mir nur nicht auf, dass ich nicht auf meine Kultur verzichten sollte. Erst dann ist es in den Menschenrechtsdeklarationen so verankert, dass wenn jemand dir deine Kultur beschneiden will, du dagegen protestieren kannst und dafür auch Schutz bedarfst, ja, schutzbedürftig bist. Aber bis jetzt habe ich noch keiner von Islam, der Religion gläubig ist, mit so irgendwas zwingen wollen, oder ganz im Gegenteil sogar. Da werden Menschen von Wurzelsübeln abgelenkt mit solchen Bewegungen wie die Identitären, ja.
fehlgeleitet, total gehirngewaschen sind sie mir auch vorgekommen. Ich habe mich auch nicht lang auf dieser Thema aufgehalten, weil ich mich echt unwohl gefühlt habe, weil ich habe versucht, mit denen schon zu unterhalten, aber mir ist immer nur, es ist immer nur Islam, Islam hervorgekommen, aber nie der Einwand, dass das das genauso wie bei dem Vergleich Corona ist, dass wenn man sich dann wirklich umfragt, man selten einen Menschen findet, der was jemals von irgendeinem korangläubigen Menschen gedrängt wurde, auf den Koran hingläubig zu sein, weil sonst eine große Strafe kommen würde. Das gibt es einfach nicht. Wir haben andere große Probleme und da sollten wir uns alle zusammenfinden, wenn es um Rassismus und Menschenrechte geht. Eben, die Menschen wieder abgelenkt werden, auch bei den Identitären mit dem Thema Rassismus und gar nicht sehen, dass ihre eigenen Menschenrechte in ganz anderen Bereichen schon beschnitten werden, wo es eigentlich wichtiger wäre, sich darum zu kümmern, als wie ich sich um solche irrationalen Glaubensansätzen ablenken zu lassen, wie bei den Identitären. Das Grundwort Faschismus ist ja dies, was mit Rassismus in Begleitung steht, ja. Und so schauen wir uns mal das Wort Faschismus an. Wie zuvor schon, wie wir gesehen haben, die Antifa, die sich ja mit antifaschistische Organisation betitelt. Was ist Faschismus? Mir kommt oft vor, manchmal wissen sie es, wie bei Martin Sellner, wenn sie anwesend sind, und manchmal wissen sie es nicht, wenn sie bei ganz normalen Friedensdemonstrationen dabei sind, was null mit Faschismus zu tun gehabt hat, ja, sondern genau das Gegenteil. So, wo sich die Gleichen mit Gleichen auf einmal bekämpfen wollen. Ob sie oft fehlgeleitet werden, ist eine andere Frage. Kann schon natürlich sein, ist eigentlich sehr offensichtlich. Jedoch die Teilnehmer selbst sich fehlleiten lassen, das ist die eigentliche Frage. Warum lassen sie sich fehlleiten und sind nicht so intelligent genug, wenn man sich schon an Demonstrationen teilnimmt, gegen irgendetwas, sich davor aber nicht richtig informiert über den, wo man dagegen demonstriert in der Antifa. Wie bei der Querdenken-Demonstration, wo sie alle dastehen, die Antifanten, und auch dann schreien eben Nazis raus, Nazis raus. Zu Leuten, die genau gegen diesen Faschismus gerade kämpfen wollen. Also es kann sich kein Antifaschist einen anderen als Antifaschisten bezeichnen, wenn es nicht so ist. Ihr versteht es mich genau, was ich damit meine. Man muss da nicht verzetteln. Wir werden nur abgelenkt eben. Das ist das, wo ich es genau hinaus will. Wir werden immer nur abgelenkt, die Verwirrung wird groß, aber das ist einfach wichtig, wenn man sich gegen Rassismus oder Faschismus oder auch eben vielleicht noch besser für die Menschenrechte einsetzt, muss man sich schon ein bisschen journalistisch betätigen. Weil wenn man nicht seine Informationen genau erholt, weiß man auch nicht, wofür und wogegen man sein kann. Sich von wem sagen zu lassen, dass der Rassist ist, ohne das vorher nachzuprüfen selbst, ist fahrlässig. Schauen wir uns mal einfach an, wegen den Verwirrungen eben. Ja? Kommen wir einfach erstmal wirklich hin zu den Verwirrungen, wo Tradition und Geschichte schon wieder sehr in die Rassismus rein verwirrt wird, was null mit Rassismus zu tun hat, aber auch rein gar nichts. Onkel Benz. Ihr wisst, Onkel Benz, das war jetzt ein Skandal, dass da eben Onkel Benz da mit diesen schwarzhäutigen Afroamerikaner, der war ein sehr berühmter, erfolgreicher Reisbauer, einer der berühmtesten in der ganzen Region. Und die Reisfirma hatte ihn eigentlich gelobt dafür und ihn dann sogar als Logo benutzt. Aber lesen wir uns doch einfach selbst einmal vor, was da steht. Die Geschichte von Onkel Bens Reis beginnt lange, bevor er auf der ganzen Welt bekannt wurde. Der Legende nach war Onkel Bens ein afroamerikanischer Reisbauer in Texas, der seinen Reis mit besonderer großer Sorgfalt erntete. Nach einiger Zeit wurde er in und um Houston dafür bekannt, das Reis von höchster Qualität zu produzieren. Ein anderer Reisbauer, der von seinem eigenen Reis sehr überzeugt war, sagte er,
dieser Reis ist so gut wie der von Uncle Ben's. So wurde der Name Uncle Ben's zu einem Merkmal für exzellente Reisqualität. Also der wird schon mal wirklich ein afroamerikanischer Mensch, der nicht mehr in der Sklaverei lebt, nicht für irgendeinen Oligarchen und peitschenhebend den Reis anbauen muss, sondern selbst nun dieser Reisbauer sein darf, ja. Und dann nur dazu gelobt wird, dass er den Besten überhaupt anpflanzt. Ja? Und da jeder, der dann nur noch von sagt, du hast einen guten Reis, dann man sofort an Uncle Ben's denkt. Und jetzt wird es als rassistisch dargestellt. Ich meine, ich brauche ja nicht alles hier vorlesen, ihr könnt sie auf Pause drücken und das noch an selbst weiterlesen. Denn da sieht man schon wieder mal, wo man sich dann echt fragt, leben wir in einer Idiokratie? Idiokratie bedeutet, dass die ganze Gesellschaft, das ist ein fachbegrifflicher Ausdruck, gibt es aber trotzdem einen lustigen Spielfilm, der auch so heißt, das ist eine Bezeichnung dafür, dass die ganze Gesellschaft nur noch von Idioten besiedelt ist. Von der Judikative, Legislative, egal in welcher IFE Form und menschlichen Daseinsform, alles an Idioten. Ja, wenn es nur dieses Einzelne wäre, oder? Aber es gibt ja noch mehrere solche Beispiele leider, sodass das dann nicht mehr irgendwie kleine Lächerlichkeiten sind oder Indizien, sondern schon mehr zu Fakten wird, dass man schon wirklich sehr stark annehmen muss zumindest, ja, dass da Kulturen zerstört werden soll, anstatt um sich gegen faschistische Kulturzerstörer zu wehren, ja. Denn wenn man noch anti-deutsch wird, anti-amerikanisch wird, auch Amerika hat sehr gute Werte und tolle Errungenschaften gemacht. Man darf niemals das Volk mit der Politik gleichschalten. Ja? Das Volk sind die Erfinder, die Politik übernimmt deren Erfindungen. Jedenfalls, ja, wenn man da abgelenkt wird, dann der echte Rassismus, indem man sich selbst rassistisch auslöscht, dass man dann selbst die Schuldgefühle bekommt, eine rassistische Erbschuld zu haben. Mein Großvater hatte ja die ganz Europa und die Welt erobern wollen und viel Unrecht verbreitet. Ja, haben sie alle getan. Aber wo hört die Schuld dann auf? Die armen Italiener müssten sich dann immer schuldig sein, weil sie in alten Rom das große Reich erobern wollten. Oder die Griechen damals mit Alexander. Oder die Ägypter, oder wo hören wir denn da auf, die Erbschuld anzuprangern? Wir müssen hin jetzt einfach zur Menschheitsfamilie und dort die Menschenrechte nicht nur einfach wo hinschreiben, in irgendwelchen Vereinten Nationen, sondern sie auch dann praktisch leben, ausleben, erlebbar machen. Aber ein Beispiel eben noch, wie schaut's aus, wenn man noch an die Pizza Hawaii unter Rassismusverdacht setzt, ja, ist ja auch nur ein Zeitungsartikel. Also ich meine, weil Amerika jetzt Hawaii erobert hat, irgendwann einmal darf man jetzt dann, ach Gott, na, ihr wisst ja eh alle, wie das auch mit Jim Knopf alles ist, mit den Negerküssen, da, anderes schlimmeres Beispiel. Da spiele ich jetzt einfach mal ein Video ab, das was so in Umlauf ist, wo man dann schon sagen muss, wie man auch wieder sich selbst irreleiten kann. Ich sage es euch jetzt einfach mal so im Voraus, dieses Video, wenn man auf mal ohne wenn man irgendwo mal recherchiert hat, sehr unter... ja, schockiert ist, wenn man das so sieht, dass da aber vielleicht perfider ist, werde ich dann danach erklären. Aber schauen wir uns mal einfach dieses Video an. Also Leute, ich will ja nicht sagen, aber schon ein bisschen rassistisch war. 74 Cent ein Tafel Schokolade, wo schwarze Kinder drauf sind, mit 10 Stücken. 89 Cent, wo deutsche Kinder drauf sind, aber hier sind nur 8 Stück drin. Wo ist hier der Fehler? Okay, jetzt habt ihr das Video so mal so gesehen. Und da muss man ja sagen, zum einen, wieso tut der Laden die Ausschussware, ihr habt ja gesehen, unterschiedliche Preise, die Ausschussware nicht zurücksenden oder billiger verkaufen, noch billiger,
oder woanders dahin oder wie auch immer, ja. Ihr kennt ja, wie viele Sachen in die Tonne kommen bei diesen Läden, in die Mülltonne draußen. Aber zurück zum Thema. Also, bei der man sieht hier auf diesem Bild jetzt gerade wieder, dass da nicht nur ein einziges Bild gibt bei dieser Aktion gegen Rassismus von dieser Kinderschokolade, ja. Also ein schwarzhäutiges Kind, sondern auch hier zwei weißhäutige von woanders daher. Und gibt noch Bilder, wo, glaube ich, insgesamt 5, 7 verschiedene Nationen von Kindern dort zu finden waren damals. Warum hat der Laden das dann so provokant ausgestellt? War das Absicht, Unabsichtlichkeit? Naja, okay. Aber soll uns dieses Video jetzt eigentlich wirklich von eigentlich einem großen Skandal ablenken? Weil schaut sich mal dieses Bild genauer an, vom Preis her, ja? Es gibt ja nicht nur unterschiedliche Preise, sondern der Preis an sich soll ja auch ein Skandal sein. 0,88. Zum einen billiger als wie in den originalen Packung und obendrein noch um 2 Riegeln oder so, wenn es mir nicht täuscht, jetzt mehr Inhalt. Ja? Voll der Gewinn. Aber trotzdem, die Presse hat sich drauf gestürzt, die linke Presse, welche Presse auch immer. 088, das ist ein geheimer Code. Denn die 8. Zahl ist der 8. Buchstabe. Was ist der 8. Buchstabe? Der H. H. H wie Heinrich. Gell? So müsste man denken. Na, stimmt nicht. Die denken nicht an Heinrich. Diese Presse denkt an Hitler. An Heil wie Hitler. Heil Hitler. Haha. 88. Naja, wo sind diese Leute, die sich vielleicht dann auch anstoßen würden? Ja, bei alle Autokennzeichen darfst du das auch schon immer so benutzen. Wie Blut und Ehre, BE und so Sachen. Ja. Und wo sind die 666-Aktivisten? Wenn wir es mal auf die Spitze treiben wollen. Es ist nur jetzt sarkastisch von mir gemeint, wenn ich jetzt von 666 rede und keiner regt sich da auf. Aber da wurde ein großer Skandal dann gemacht daraus, wirklich, über diese Preisangabe und dann war es runtergesetzt auf 24 Cent. Wie gesagt, ihr sollt eh noch ein bisschen selbst auch mit noch recherchieren und nicht an mir wieder alles blindlings glauben. Vor allem, ihr kommt dann auch selbst auf Sachen, wo ich noch nicht gekommen bin. Wäre mir dann auch sehr, sehr freuen, wenn es was dann hier unter die Kommentare schreiben wird. Aber bitte auch die Kritiken, ja? Na gut, also somit haben wir mal, habe ich glaube ich jetzt alles so erklärt über dieses Video, was es da zum Sorgen eigentlich noch gibt. Schauen wir einfach mal weiter da zu unseren großen Denkmälern. Unsere großen Errungenschaften werden ja, denn zu unseren Errungenschaften werden ja große oder kleinere Denkmäler gesetzt. Gehen wir mal zu dem größten Denkmal, das einst auf der Welt, in der neuen Welt gab. Bevor die Freiheitsstatue gebaut wurde, war das Hermannsdenkmal die größte monumental, wie sagt man zu dem, Statue, oder? Und da gibt es jetzt doch wieder einen Skandal, denn sie muss weg. Ach ja, ihr seht ja hier eben diesen Bericht von der Welt. Und wenn ihr mal noch eben selbstständig noch recherchiert und den Artikel selbst dann rausgesucht habt, werdet ihr noch mitsehen, da gibt schon Menschen, die sich dagegen wehren. Die haben sich da unten beim Denkmal angekettet sogar, ja. Die wollten es schon längst sprengen, aber konnten es eben nicht sprengen, weil Gott sei Dank sich diese Menschen da angekettet haben. Welche Menschen waren das? Das waren die Linken. Ja, schaut euch das einmal an, oder? Es ist eben das, was ich euch schon immer auch immer sagen will. Man darf nicht überall so einen Hauptschuldigen suchen irgendwo, ja. Es gibt sehr gute, ehrbare Menschen, die was in der linken Szene bewegen und auch in der grünen Szene. Nur weil es irgendeinen in einer hohen Führungsposition bei den Grünen an Pädophilen gibt, ja, oder sonst irgendeinen Steuerhinterzieher oder sonst irgendwie einen unlauteren Politiker, heißt es nicht, dass die ganzen anderen engagierten Menschen das genauso sind. Es ist so. Die sind halt nur leider nie so hoch an der Macht oben. Das ist leider oft das Problem. Die Bewegung an sich ist nicht schlecht der Linken. So haben sie sich eben auch da angekettet, weil sie
protestieren und sagen, das ist ein Denkmal, das bewahrt werden soll, weil es ein Symbol dafür ist, sich gegen eine Besatzungsmacht, Invasionsmacht, einen faschistischen, Besatzungsmacht sich zu erwehren und zu wirklich vertrieben zu haben. Das war eben der Arminius. Und schauen wir uns auch mal an bei Wikipedia, was da genau es eben heißt mit dem Hermanns Denkmal. Ja. Und das steht eben südöstlich von Teutoburger Wald. Und in Teutoburger Wald kam es eben zu der größten Schlacht, wo dann Rom einsehen musste, da ist jetzt die Grenze von den Germanen, das können sie nicht erobern. Und ja, das Wort Germanen, gell, das ist ein großes Reizwort geworden. Es wird sehr schnell unter faschistischen Nazi-Eigenschaften oder nationalsozialistischen Charakterzügen gebraucht. Ist es aber mein Urstamm nicht. Es war einfach ein normal eigenständiges Volk, das seine Ruhe haben wollte. In Europa, in den Urwäldern, und dann die Römer einfach kommen und sagen, gesagt haben, so Burschen, wir sind jetzt da die großen Macker. Und dann hat der Arminius gesagt, nee, so ist eben nicht. Und so wurde halt dann dieses größte Denkmal der Welt in Teutoburger Wald aufgebaut. Und dass man ja nicht in Verdacht kommt, jetzt da wieder diesen nationalsozialistischen Charakterzug anzuordnen, sprengen wir es lieber. So wieder diese vorauseilenden, unausgegorenen politischen Befehle, um gegen Rassismus vorzugehen, wo selbst die Linken erkennen, wofür das Symbol auch wirklich steht, ja. Das ist doch einfach katastrophal. Wie gesagt, ich habe die Idiokratie schon angesprochen, in der wir uns eigentlich schon wirklich dann befinden müssen, zumindest im politischen Bereich auf alle Fälle. Was haben wir hier? Zur gleichen Zeit werden eben auch diese guten Statuen, was für was gestanden haben, gesprengt werden sollen, weil sie vielleicht gegen Rassismus stehen könnten, werden andere aufgebaut, wie hier von den anderen Linken. Es gibt ja mehrere Linke, wie man es also sieht. Nämlich eine Lenin-Statue in Gelsenkirchen. Ach ja, der Lenin, wie viele Millionen Menschen, Todesopfer, ich sprich nur von Gulags, es gibt ja nicht nur Konzentrationslager, es gab ja auch Gulage, ja. Ach, es gibt erst, man muss schon sagen, wenn man schon sich ein bisschen auskennt in Geschichte und man muss ja nicht nur politisch gebildet sein, so reicht schon Geschichte eigentlich aus, um zu erkennen, was diese hier eigentlich wieder fordern da an den gibt Antikommunismus keine Chance, steht da, ja. Dieser Kommunismus war nichts anderes, anderer Name für ein faschistisches System. Und so wollen wir jetzt echt ein anderes faschistisches System mit den anderen austauschen oder neu einfordern? Nein, wir sind doch antifaschistisch, egal wo, ob man antifaschistisches Mitglied ist mit der antifaschistischen Fahne oder ein Mensch ist, der sich auf Friedensbewegung mit der Regenbogenflagge schwenkend wie ein Hippie aussehen für den Gegenfaschismus einsetzt, aber das eher deklariert, sagt, er steht für den Frieden. Das ist alles dasselbe, versteht ihr? Aber das ist nicht dasselbe hier, dieser linken Beitrag, politisch geführte Beitrag, ja. Die politische Linke ist nicht die Linke des Volkes. Das muss man auch mal erkennen, ja. Wenn man als Jugendlicher links war, nicht links war, dann hat man kein Herz gehabt. Aber wenn man dann in die Politik kommt und nur immer links ist, hat man kein Hirn. Also wisst ihr, wenn wir so gerade bei den Denkmälern sind, wenn ich jetzt so jeden Tag auf der Straße bin, in der Stadt, egal wo, egal am Land, man kommt dann gar nicht mehr aus, egal wo man hintritt, trifft man auf neue Denkmäler. Wir haben bei den Denkmälern einen richtigen Paradigmawechsel bekommen, ja. Und da sind wir so richtig in einem ganz anderen Tag gelandet. Es kommt nicht mehr so, wie es früher ist, kommt man bei diesen Denkmälern denken.
das nicht mehr so wird wie früher, konnte da echt schon hingewiesen werden. Und somit habe ich mal ein paar so Fotos und Videos gemacht von diesen Denkmälern im Laufe der letzten Monate und dem den Video gewidmet mit einem schönen Musiktitel von Status Quo. Status nicht Quo, sondern nur Q. Status Quo hat aber nichts mit der Q-Bewegung zu tun, das möchte ich gleich mal erwähnen. jedenfalls, es geht um den Musiktitel von der Gruppe, der heißt Another Day. Und der passt da von Text her und alles auch so gut zusammen. Und damit ich mich jetzt ein bisschen beruhigen kann, ich habe ja gemerkt, dass ich jetzt schon ein bisschen enthusiastischer geworden bin, dann muss ich mich jetzt ein bisschen runter bewegen mit einer schönen guten Musik. Und noch den Musikvideo Paradigmawechsel in den Denkmälern sehen wir uns dann wieder. Bis dann, tschüss. Wieder zurück, jetzt haben wir uns wieder gut entspannt, ich bin aufgekommen und ja, das hat mich schon wieder mal daran erinnert, dass ja eigentlich beim Rassismus auch im Großen und Ganzen darum geht, um seine eigenen Rechte, oder? Dass jeder seine Rechte hat. Aber Rechte haben alleinig reicht ja auch noch nicht, sondern man braucht auch Beistand, oder nicht wahr? Und da gibt es aber auch Menschen, die wollen zum Beispiel keinen Beistand. Die nennt man dann in der Kategorie von den Zigeunern zum Beispiel. Ja, man darf ja auch nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen oder Zigeunersoße. Ja, jeder Zigeuner, der wird lachen im Grunde, weil sie sich selbst, ob sie es jetzt Sinti, Roma oder Jenische nennen, das ist ja egal.
Aber denen ist es vollkommen egal, ja. Ich kenne auch ein paar jenische Zigeuner, selbst persönlich bin in meiner Jugend, ein paar in der Kindheit, ein paar aufgewachsen. Aber gehen wir zurück zum Thema. Es gibt manche, denen ist zum Beispiel der Beistand egal, wenn es um die Menschenrechte geht. Aber die wollen auch trotzdem Menschenrechte haben, zum Beispiel frei sich bewegen zu können. Ein gutes Beispiel: bei uns in Salzburg gibt es rumänische Zigeuner. Entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort Zigeuner so sage. Ich habe das mein Leben lang so beigebracht bekommen, aber nicht in dem Kontext, dass das Wort Zigeuner ein negatives Wort ist, sondern wenn ich habe so beigebracht bekommen, dass wenn ich sage, das sind die Zigeuner, dass das einfach ein Volk ist, die unabhängig leben wollen. Ja, es hat nichts mit Stehlen oder sonst irgendwas zu tun, weil dann wären wir auch Zigeuner. Bei uns gibt es auch viele Diebe und was ich was alles. Und zurück zum Thema wieder. Ich verzettel mich sonst wieder. Ihr kennt es mir ja. Ich habe ja ein Video aufgenommen, wo rumänische freilebende Menschen, nennen wir es mal so, bei uns in Salzburg kampieren. Schauen wir uns mal das Video an, einfach. Also, ihr seht ihr da an der Salzach, ist es entlang. Da fahre ich mit dem Fahrrad vorbei und ihr seht ihr da auf Matratzen werden so ab circa 17, 18 Uhr werden da die Matratzen ausgelegt. Oder 19 Uhr, glaube ich eher, gell, genau. Und da bereiten sie sich vor zum Schlafen. Die schlafen dann dort die ganze Nacht über. Haben da immer einen Aufpasser, da wechseln sie sich ab und so schlafen sie zu, boah, sagen wir mal, 50 Leuten. Das sind nicht die, die was vor den Kaufhäusern und da sitzen und betteln. Und so auf den Straßenkreuzungen und so. Und am Abend treffen sie sich alle hier an diesem Punkt zusammen. Ja. Währenddessen am Tag der Jugend hier die Graffitis auch versprühen, sind am Abend dann weiter drüben die sogenannten Zigeuner unterwegs, ja. Ich will euch einfach vielleicht verständigen, dass ich mich freuen würde, wenn man anstatt von Black Lives Matters auf All Lives Matters hinkommen würden, ja. Weil es eben nicht nur eine schwarze Minderheit gibt, wie eben wie hier euch jetzt gerade gezeigt habe, die rumänischen Zigeuner und viel, viele, viele andere Minderheiten, ja. Kulturellen Bereich, im geistigen Bereich, im Klassenbereich gibt es Minderheiten, ja. Selbst wenn einer glaubt, ja, dass freie Energietechnologien gibt, ja, solange er kein Menschen schadet, lasst ihn doch in der Minderheit sein. Rassismus ist ja nicht nur was Genetisches, hat ja auch was mit Glaubenskonstrukten zu tun, in gewissen Sinne, ja. Verfolgung einfach an sich, ja. Und so habe ich mal gedacht, dass ihr euch doch mit diesen vielen Beispielen gezeigt habe, dass in Rassismus viel, viel mehr steckt, als man glaubt, wenn man mal sich dagegen einsetzen will. Und dann macht man es sich viel, viel einfacher. Das machen wir es nicht so kompliziert, dann sind wir nicht einfach immer ja, gegen diesen Rassismus, sondern sind wir für die Menschenrechte. Also während diesen ganzen Episoden, die sie jetzt in diesen einen Film ergeben haben, habe ich mir immer ein paar so Stichwörter gemacht. Wie damals, wie beim Black Lives Matter Demo, wo ich ganz am Anfang des Videos gezeigt habe, habe ich auf der Liste schon etwas das Thema Hautfarbe und Hass geschrieben. Und dann auch bei Martin Sellner seine Identitären habe ich da auf die Liste Religion und Kulturverlust dazu geschrieben, auch das Nazi-Wort. Es ging um Traditionen und Geschichte bei den anderen Beispielen wie bei den Uncle Bens. Und auch innovativen Ideen und Rechte und Beistand bei den anderen vielen, vielen ja, offensichtlichen Irrsinnigkeiten, was schon mit dem Kontext Rassismus uns aufgebunkert wird, ja.
Und dadurch jetzt zum Abschluss der Lösung, wo ich eben sage, oder nicht sage, ja, ich halt der Meinung bin, ich zwinge niemanden etwas auf, ich will euch auch nur gerne mal zeigen, wie ich denke, dass ich eher mehr für etwas bin, nicht gegen Rassismus, sondern für die Menschenrechte. Weil da viel mehr drinnen steckt in den Menschenrechtsdeklarationen, als wie nur die Stichwörter, die ich jetzt gerade auf eben in dem Moment aufgezählt habe aus der Liste, die sich da jetzt alles ergeben hat. Okay, und dadurch schauen wir uns einfach mal hier dieses Dokument dazu an. Okay, haben wir uns eigentlich alle schon mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was die Menschenrechte sind? Ich glaube, das ist ein Wort, das man auch zu schnell ausspricht, ja. Jeder beharrt ja auf seine Menschenrechte, ja, und da ist es dann, denkt man individuell an seine eigenen Bedürfnisse in erster Linie, wenn man oft darauf besteht. Oder man sieht halt gerade nebenbei irgendwo Unrecht geschehen und setzt sich auch natürlich da dafür ein. Doch, habt ihr euch schon mal überhaupt die Menschenrechtscharta durchgelesen, einzeln? Ich glaube die wenigsten. Darum, zeige ich euch jetzt einmal die ganzen Artikel durch, welche sie an 30 grundlegenden allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte geht. Zuvor muss euch auch klar sein, dass schon einige andere Menschenrechtskonfessionen sich da zusammengeschlossen gehabt haben. So die bekannteste, und kann bis zur Antike zurückgehen, aber sagen wir mal, die relevantesten, was jetzt uns betreffen, sind 1948 geschehen. Da sind die allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte beschlossen worden. Die nennt man kurz AEMR. In der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist es damals beschlossen worden. Dann 1950 kam es zu den europäischen Menschenrechtskommissionen. 1990 kam es dann zur Organisation der Islamischen Konferenz, die der Kairoer Erklärung der Menschenrechte eben dann entspricht. 2004 gab es dann die Arabische Charta der Menschenrechte und so einer der jüngsten ist 2010, da erklärte die UN-Vollversammlung mehrheitlich das Recht auf Wasser zum Menschenrecht. Okay, gut, so mal oberflächlich betrachtet, wir wollen es jetzt echt nicht verzetteln. Schauen wir doch mal bei Amnesty International nach. Da gibt es auch so eine Liste der Grundrechte, also 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Also ich werde jetzt nur die Überschriften durchlesen, wie gesagt, wir wollen es da nicht verzetteln. Ihr könnt ja auf Pause drücken und dann ja, die beiläufigen Erklärungen zu den Artikeln ja nochmal genauer durchlesen. Fangen wir an mal mit Artikel 1. Da geht es um Freiheit, Gleichheit, Solidarität. In Artikel 2 Verbot der Diskriminierung. Artikel 3 Recht auf Leben und Freiheit. In Artikel 4 haben wir das Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels. Artikel 5, Verbot der Folter. Artikel 6, Anerkennung als Rechtsperson. Artikel 7, Gleichheit vor dem Gesetz. Artikel 8, ist der Anspruch auf Rechtsschutz. Artikel 9, Schutz vor Verhaftung und Ausweisung. Artikel 10, Anspruch auf faires Gerichtsverfahren. Dann haben wir Artikel 11 zur Unschuldsvermutung. Artikel 12 Freiheitssphäre des Einzelnen. Artikel 13 Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit. Artikel 14 ist das Asylrecht. Artikel 15 Recht auf Staatsangehörigkeit. Artikel 16 ist die Eheschließung und der Familie. Artikel 17 ist das Recht auf Eigentum. Artikel 18 sind die Gedanken-, Gewissens- und die Religionsfreiheiten. Artikel 19 Meinungs- und Informationsfreiheit. Ist auch jetzt ganz besonders wichtig im Corona-Zeitalter, oder? Artikel 20 ist das Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Ja, also Artikel 20. Artikel 21, allgemeines und gleiches Wahlrecht. Artikel 22, Recht auf soziale Sicherheit. Artikel 23, Recht auf Arbeit und gleichen Lohn.
Artikel 24, Recht auf Erholung und Freizeit. Artikel 25, Recht auf Wohlfahrt. Artikel 26, Recht auf Bildung. Artikel 27, Freiheit des Kulturlebens. Artikel 28, soziale und internationale Ordnung. Artikel 29, die Grundpflichten. Artikel 30, Auslegungsregel. Und gerade eben bei den Auslegungsregeln werde ich als einziges doch einmal wirklich genau auf die Bestimmungen da eingehen. Da heißt es eben dann ganz genau, keine Bestimmung dieser Erklärung darf darin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Nun gut, oder? Also mit sowas kann ich schon mal komplett konform gehen und das ist immer mein oberstes Gebot gewesen. Der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die man auch auf Amnesty International finden kann, ja. Somit haben wir da schon mal viele Begründungen zu sehr interessanten Artikeln, oder? Okay, schauen wir wieder mal weiter. Somit sind wir jetzt am Ende der Sendung angelangt. Ich freue mich, dass bis zum Schluss da geblieben seid. Natürlich hätte ich noch vieles mehr ansagen können und Beispiele bringen können, aber wir sind jetzt eh schon so weit vorgeschritten, bei einer Stunde schon beinahe. Und daher hoffe ich halt doch noch auf die Kommentare und Anregungen unter beiden Videos für euch. Und möchte noch abschließend, weil bei meinem letzten Spaziergang habe ich wieder ein paar Demonstranten getroffen. Und zwar die Verkabler. Also mit dem Wort Fair gibt es wirklich schon sehr viel in Salzburg. Es gibt bei uns in Salzburg die Fair-Peer-Bewegung, die Verkabler-Bewegung, die Fair-Care-Bewegung, die Querdenker haben sie jetzt in die Fairdenker umbenannt, zur Hälfte heute, halt, ist jetzt gespalten worden, leider Gottes. Und, aber zumindest zurück zu den Fair-Kablern, die Fair-Kabelern sind eben dafür da, dass sie nicht wollen, dass es so viele Oberleitungen gibt und dafür Bäume gerodet werden und Elektrosmog auf den Weiden herrscht, weil der Elektrosmog erheblich ist bei diesen Kabeln, Überleitungskabeln. Man könnte es auch unterirdisch vergraben, es wird viel mehr abschirmen, viel effizienter und naja, ist ja egal, das will ich nicht aufdröseln. Aber die machen schon jetzt ziemlich krass, sondern ja, und darum, ich würde mich da freuen, weil gerade bei den Verkablern, die Demo, was ihr auf meinem Video auch sehen könnt, also so viele Tausende von Menschen da waren. Und auch vielleicht mal dann da sein, wenn vielleicht das Thema auf einer Versammlung, Kundgebung oder Veranstaltung ist, wo es halt nur um die allgemeinen Menschenrechte geht. Das Verkabeln ist wichtig, da sind wir doch auch gern für euch dabei, aber bitte seid ihr bei diesen Veranstaltungen dabei, wenn es gegen Rassismus und vor allem für die Menschenrechte geht. Also, da die Grundgesetzrechte, wo auch in Deutschland die Menschen für das Grundgesetz auf die Straße gehen und vielleicht generell auch die Menschenrechte, die was ich da euch jetzt schon in den Deklarationen beschrieben habe, generell auch eingehalten werden. Denn, wie gesagt, 1999 erst wurden Menschenrechtskommissare eingesetzt, obwohl schon in den 50er Jahren den Menschenrechtsgerichtshof gab, ja. Nun gut, in Salzburg sind wir in den Hungerstreik getreten, deswegen, ja. Die Sabine, was ich kenne, eine gute Freundin von mir, hat da ein paar Fotos von ihnen gemacht. Und dann zwei Tage später gehe ich in der Stadt spazieren, sind sie noch immer da. Also die halten wirklich durch. Also die Fotos, was ich sogar gesehen habe, sind von der Sabine. Und dann würde ich sagen, schließen wir mit den Orglermusik in Mozartplatz ab, wo die Verkabler gerade ihren Hungerstreik aussitzen. Und somit, ja, gehabt euch wohl, liebe Menschheitsfamilie. Thank you.
Thank you.